Ich habe ja den Oberboss von Netflix hier in Berlin auf der Republika damals live gesehen und da hat er die Geschichte sogar selber erzählt. Dabei wollte er auch nur schlau sein. Ja, er wollte nur schlau sein und dann wurde es der allergrößte Fail von Netflix, der aber trotzdem nichts gegen die Dummheit ihrer Konkurrenten war. Was da wirklich abgegangen ist, darum geht's heute in... Wieso fehlt Netflix? Ich dachte, die haben die beste Erfolgsstory ever hingelegt. Ja, eigentlich schon, aber so richtig easy war das nicht. Denn als sie damals gestartet sind, da war ihr größter Gegner nicht wie heute Disney Plus oder HBO, sondern Blockbuster. Jetzt fängst du auch schon an mit Blockchain. Nein, nicht Blockchain, Blockbuster. Das war seit den 80ern die größte Videothekenkette in den USA. Du erinnerst dich noch an Videotheken, oder? Hatten wir dazu nicht was auf unserem TikTok? Zufällig, ja. Opa, darf ich Netflix bitte? Netflix, alles muss heutzutage ja immer auf Knopfdruck sein. Weißt du, als ich klein war, da mussten wir noch 3 Kilometer in die Videothek gehen, wenn wir Filme sehen wollen. Was? Die Videothek! Kennt ihr doch heute überhaupt nicht mehr, weißt du? Da bist du hingegangen und dann hast du gehofft, dass der Film, den du sehen wolltest, da war, den du nicht vorbestellt hast. Dann hast du manchmal gewartet, dass irgendjemand den Film... 2 Stunden habe ich oft in der Videothek gewartet und weh, du hattest den Film mal ein bisschen zu spät zurückgebracht. Dann durftest du nachzahlen. Pro Film hat das irgendwie 1,50 gekostet. Das waren damals ja noch... waren das ja noch D-Mark, nicht Euro. Weh, du hattest den Film nicht zurückgespult. Ich erinnere mich noch dran, als ich damals den Predator gucken wollte. Aber heutzutage, ihr kennt das ja nicht mehr. Wenn wir damals Horror gucken wollten oder zum Beispiel Opa, jetzt lass den Jonathan sein Netflix gucken. Ah, Nostalgie, ja. Unsere Kindheit. Wer von euch kennt das noch? Und in den USA, da war das quasi genauso. Blockbuster war ein mächtiger Konzern. Wenn die einen Film boykottierten, dann war der für das Heimkino quasi gestorben. Und jahrelang waren Videotheken ja die einzige Art, Filme zu Hause zu sehen, wenn die nicht gerade im Fernsehen liefen. Waren Kaufkassetten nicht so teuer? Ja, die Filmstudios haben es damals eigentlich gehasst, dass Leute Filme besitzen und deswegen haben am Anfang Kaufkassetten auch hier bei uns zwischen 100 und 300 Mark gekostet. Das war unerschwinglich für die Zuschauer, da blieb nur der Weg in die Videothek. Doch dann kam Netflix und hat sie alle platt gemacht. Ja, so ähnlich. Netflix wurde im August 1997 gegründet, als die DVDs damals populär wurden und der Boss Reed Hastings und sein Kumpel Mark Randolph dachten, die sind so dünn und perfekt, um sie kostengünstig per Post zu verschicken, weil wenn du das Ganze mit VHS-Kassetten machst, die sind sehr mechanisch, die können kaputt gehen, das sind sehr dicke Pakete, aber so eine DVD, ab in Briefumschlag und dann kannst du die verschicken. Netflix war am Anfang aber einfach nur eine Online-Videothek. Das Internet war damals ja noch neu und sie haben einfach das, was Blockbuster in den Läden gemacht hat, einfach online gemacht. Ja, aber gut, dass DVDs nie verkratzen können, oder? Naja, also Zahlen pro Film? Ganz genau, du hast ganz normal gezahlt. Die Flatrate-Idee, also das, womit man Netflix heute assoziiert, das kam erst später. Das war erst 1999. Da haben sie dann gesagt, man kann so viele Filme im Monat für eine Flatrate gucken, wie man schafft. Aber da du ja quasi immer die DVD erst zurückschicken musstest und dann hast du erst einen neuen Film gekriegt, da kannst du dir ja ausrechnen, wie viele Filme pro Monat man da schaffen konnte. Also alles lief per Post? Ja, du hast online ausgewählt, welche Filme du sehen willst, hast die wichtigsten nach oben sortiert, Rücksendung war kostenfrei und immer wenn ein Film zurück war, hat Netflix automatisch den nächsten von deiner Liste an dich verschickt. Das klingt ganz schön umständlich. Ja, das waren halt die frühen Nullerjahre. Das Netz war nirgends schnell genug, um echt Filme zu streamen. Für die Nutzer war es schon geil, weil endlich gab es keinen Preis pro Film mehr, keinen Aufschlag für besonders beliebte Filme und keine Strafe fürs zu spät zurückschicken. Für Netflix war es nicht so geil. Sie hatten 57 Millionen Verlust gemacht bis 2000 und erst 300.000 Abonnenten, weil das Netz eben noch nicht so verbreitet war. Das klingt nach Deutschland und das ist ja für uns alle Neuland. Ganz genau, Neuland. Ja, und Reed Hastings, der Netflix-Boss, hat damals daran gezweifelt, dass sie es überhaupt schaffen können, je profitabel zu werden und hat ernsthaft versucht, seine Firma damals an Blockbuster zu verkaufen für die lächerliche Summe von 50 Millionen mit der Auflage, dass Netflix sich dann um den Online-Bereich kümmert für Blockbuster und Blockbuster selbst weiter um seine Videotheken. Klingt wie ein Schnäppchen. Ja, das wäre es tatsächlich gewesen. Allerdings dachte sich Blockbuster damals, was will der Typ? Der Boss von Blockbuster war damals John Antioca und der war sich sehr, sehr sicher, dass seine Firma unangreifbar war. Pff, wer nutzt schon online? 50 Millionen für so eine Webklitsche? Laut dem Netflix-Team, das damals dabei war, haben die Blockbuster-Leute sich kaum das Lachen verkneifen können, als sie deren Angebot abgelehnt haben.
für nur 50 Millionen Netflix zu kaufen. Eine Entscheidung, die sie sicher nicht bereut haben. Ja, das Netz, das wuchs und wuchs und wuchs ziemlich schnell. Und als Blockbuster dann 2004 versuchte, selbst mal eben eine Online-Videothek zu starten, merkten sie, hui, so einfach ist das ja gar nicht. Denn Netflix hatte super viel Zeit in die Logistik und den Algorithmen gesteckt, die genau berechneten, wie man Kunden am schnellsten und am effizientesten Filme zuschickt, um die Wartezeit zu reduzieren. Deren Computer berechneten anhand der Leiherfahrungen aus, anhand der Daten, die sie von den Zuschauern hatten, genau wo welche Filme am beliebtesten waren. Also manche Bundesstaaten, da liefen Horrorfilme oder Romcoms oder Kevin Spacey-Filme oder sonst was am besten, in anderen ganz andere. Und da wussten sie sogar schon im Voraus, wie viele Filme, wie viele DVDs eingekauft werden mussten. Blockbuster schickte am Anfang sogar Spione in die Netflix-Versandzentralen, um rauszukriegen, wie sie so schnell und effektiv den Versand managen. Tja, denn nur weil du eine Videothek managst, kannst du das nicht auch unbedingt online machen. Die Blockbuster-Chefs haben schlicht und einfach zugeguckt, wie Netflix sie überholt, weil sie immer meinten, wir verstehen gar nicht, was an denen so toll sein soll. Und sie haben sich mit Händen und Füßen zum Beispiel gegen Flatrates gewehrt. Und während Netflix 2006 schon 6,3 Millionen Nutzer hatte, hatte Blockbuster mit seinem eigenen Videoprojekt gerade mal 2 Millionen und sie konnten sich nicht einfach von analogen Denken lösen. Sie haben tatsächlich auch online 2007 wieder Verspätungsstrafen eingeführt. Und ab 2007 startete Netflix dann richtig durch und war smart genug, etwas zu machen, was keiner auf dem Schirm hatte. Filmlizenzen für Online-Streaming einzukaufen. Die ganzen Studios hatten damals komplett nicht gerafft, wie wertvoll ihre Filme im Stream sind und so haben erst Stars und später dann Sony, Lionsgate, Paramount, Disney Verträge für langjährige Nutzung ihrer Filme online mit Netflix gemacht. Sie haben für unvorstellbar wenig Geld viele Lizenzen mit geilen Filmen bekommen und konzentrierten sich immer mehr auf Streaming, als andere auf dem Markt überlegt haben, ob man sich doch vielleicht mal einen Blu-ray-Player kaufen soll. Und Blockbuster, was haben die gemacht? Konkurs. 2010 hatte die einst größte Videothekenkette Amerikas Konkurs angemeldet mit über 1 Milliarde an Verlust. Heute gibt es nur noch einen einzigen Lizenznehmer, die vom Konkursverwalter die Namensrechte für ihre Videothek bekommen haben, in Bend in Oregon. Das ist halt so ein etwas ländliches kleines Kaff, wo man so sagt, da passiert alles ungefähr so mit 6 Jahren Verzögerung. Die haben immer noch einen Blockbuster und über die gibt es sogar eine Doku, die heißt The Last Blockbuster. Blockbuster, die ist ziemlich unterhaltsam. Aber insgesamt ist das natürlich wahnsinnig bitter, denn das Ganze basierte eigentlich nur auf der Dummheit von Blockbuster, weil sie nicht erkannt haben, wie online funktioniert und dachten, man kann online einfach genauso weitermachen wie im Laden. Zum Glück war Netflix ja viel schlauer. Ja, insgesamt schon. 2010 wurden sie auf 24 Millionen an Wert geschätzt. Heute sind sie rund 200 Milliarden wert, auch wenn sie immer noch in den roten Zahlen sind. Was? Die machen Verlust? Sie wachsen enorm und sind der weltgrößte Streamingdienst, für den die Leute bezahlen, aber sie geben gleichzeitig so viel Geld aus für neue Serien und Filme. 17 Milliarden Dollar in diesem Jahr alleine. Aber es zahlt sich aus, sie haben 200 Millionen Abonnenten und laut ihrem letzten Report vom Januar erwarten sie, dass sie 2021 erstmals die Gewinnzone erreichen. Yay, nur 24 Jahre nach der Gründung. Genau, denn dann brauchen sie keine Kredite mehr, sondern haben Überschuss in den Einnahmen. Und was war jetzt ihr größter Fehler? Dummheit und Arroganz. 2011 war klar, dass sie auf Erfolgskurs waren und dass Streaming die Zukunft ist. Gleichzeitig hatten sie immer noch den Hauptteil der Kunden, die sich DVDs zuschicken ließen. Das kostete deutlich mehr Geld und bringt weniger ein. Damals konntest du für 10 Dollar online gucken und DVDs zusenden lassen. Das wollte Reed Hastings ändern und dachte sich, super Idee, wir trennen die Geschäfte. Wer weiterhin DVD gucken will, soll zu unserer Tochterfirma Quickster gehen und Netflix ist nur noch Online-Streaming. Und beides kostet jeweils 8 Dollar. Super Idee. Moment, die Leute sollten dann 16 Dollar für was zahlen, was bisher 10 gekostet hat? Jupp. Und gleichzeitig sollten sie 2 verschiedene Webseiten, Quickster und Netflix, verwalten. Also weniger Service für mehr Geld. Eine absolute PR-Katastrophe, denn auch wenn Streaming die Zukunft war, die Realität 2011 war, nicht jeder konnte Streaming nutzen wegen diesem Internet und keiner wollte mehr zahlen für dieselbe Leistung. Netflix bekam einen Kackersturm, der sich gewaschen hatte. Sie haben Millionen Abonnenten verloren innerhalb von 3 Monaten. Der Börsenkurs krachte um 75% ein, wegen einer dummen Entscheidung. Netflix stand wirklich kurzzeitig
kurz vor dem Aus. Reed Hastings nahm hastig ein Video auf, um sich zu entschuldigen, und in dem stotterte er so rum und das Video sah so improvisiert aus, dass sich haufenweise Comedy-Shows wie SNL darüber lustig gemacht haben und ihn verarscht haben. Und erst als ihn in dem Moment wirklich alles um die Ohren flog, trauten sich plötzlich die anderen Manager bei Netflix ihrem Boss zu sagen, joa, wir dachten ja schon immer, dass das eine doofe Idee war. Quickstar ist auch übrigens ein ganz doofer Name, aber wir dachten halt, Reed ist der Boss und der Boss hat halt immer recht. Das hätten sie aber vielleicht auch mal früher sagen können. Ja, angeblich hat Hastings das ja jetzt begriffen, sagt er, und angeblich ist Netflix heute eine der Firmen, die ausdrücklich Kritik und Widerspruch der Belegschaft ermutigt, um besser zu werden. Und warum hat dann keiner was gesagt, bevor sie Space Force gedreht haben? Das wird ja gerade für Staffel 2 verlängert. Kein System ist anscheinend perfekt, aber immerhin konnte Netflix sich aus dem Quickstar-Debakel retten. Was guckt ihr am häufigsten? Streaming, Fernsehen, Blu-rays oder doch noch DVDs? Sagt es uns unten in den Kommentaren. Und für mehr weirde Stories und Facts, klickt euch jetzt auf eines dieser beiden Videos und vielleicht folgt ihr uns auch auf TikTok.